Guten Abend, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Filmvorführung von Rainer Werner Fassbinders Warnung vor einer heiligen Nutte, und ganz besonders begrüße ich Dietrich Dietrichsen, der den Abend mit einem Vortrag eröffnen wird und danach dann für ein Gespräch über den Film uns und Ihnen noch zur Verfügung steht. Ich darf Ihnen Herrn Dietrichsen kurz vorstellen, obwohl das nicht nötig sein dürfte, aber hilfreich ist es vielleicht doch. Er war nach dem Studium diverser Fächer, die ich Ihnen jetzt nicht aufzählen will. Damals studierte man eben noch alles Mögliche. Von 1979 bis 1983 Redakteur der Musikzeitschrift Sounds und danach von 1985 bis 1990 Chefredakteur der Zeitschrift Spex. Er hat dann während dieser Zeit verschiedene andere Dinge noch getan, unter anderem als DJ gearbeitet. Dann seit 1992 war er zunächst als Dozent und dann als Professor an der Merz-Akademie in Stuttgart bis 2006 und ist seit 2006, seit eben diesem Jahr, Professor für Theorie, Praxis und Vermittlung von Gegenwartskunst an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Ich hatte erst gedacht, dass ich aus der langen Liste seiner Publikationen, das heißt seiner Bücher nur das erste und das letzte vorlesen, also Ihnen nochmal in Erinnerung rufen würde. Aber das geht nicht. Also ich muss zumindest noch eins dazwischen erwähnen. Das erste Buch, das 1985 erschienen ist, das hieß Sex Beat, 1972 bis heute. Und das, wenn ich richtig informiert bin, vorläufig letzte Buch, aber das kannst du uns korrigieren, heißt Körpertreffer zur Ästhetik der nachpopulären Künste. Und einige von Ihnen werden dabei gewesen sein, als die erste Fassung dieses Buches hier als Frankfurter Adorno-Vorlesung 2015 vorgetragen wurde. Aber ich muss doch noch zwei Bücher erwähnen. Das eine Buch, weil ich das sehr mag, ist bei Diaphanes über die Sopranos-Serie von 2012. Und das andere ist das monumentale Werk über Popmusik, so auch der Titel, im Jahr 2014 bei Kiepmeuernwitsch, das ein Meilenstein der Forschung ist und deshalb allen ans Herz gelegt sei. Dietrich, du hast das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Christoph. Ich lege das hier so mal hin. Als ich die Auswahl an möglichen Filmen für diese Reihe gesehen habe, habe ich mich für diesen entschieden, weil ich ihn schon, als er ganz neu war, also ich habe seine als 13-Jähriger angezogen von dem natürlich unglaublich interessant klingenden Titel, ihn als eben, ja, unbedarfter Jugendlicher in einem dritten Programm gesehen, und das hat irgendwie so ein bis heute nicht versiegendes Interesse an diesem Film ausgelöst. Verstanden habe ich ihn damals nicht, aber er hat mich auch schon sehr interessiert, ohne dass ich wusste, was mich daran interessiert hat. Ich weiß auch nicht, ob ich das bis heute rausgefunden habe, aber das können wir dann gleich gemeinsam versuchen zu ergründen. Der Titel des Vortrags, Nach Tabernas, den versuche ich gleich als erstes zu erklären. Also es gibt in streng geologischen Begriffen in Europa nur eine einzige richtige Wüste. Es gibt ein paar Halbwüsten, aber nur eine, die tatsächlich eine Wüste im wissenschaftlichen Sinne ist. Und das ist die Wüste von Tabernas. Die liegt in Spanien, in der Provinz Almería, im Südosten. Und hier sind es verlässlich und dauerhaft bei großer Trockenheit eigentlich fast immer so um die 40 Grad im Schatten. Es gibt richtige Wüstentiere und Wüstenpflanzen, und diese Gegend, speziell um den Ort Tabernas herum, ist seit langem auch der bevorzugte Drehort für das etwas, ja, paradoxe Genre des europäischen Westerns. Tabernas ist mithin so etwas wie eine Enklave Arizonas in der alten Welt und pflegt durch die zahllosen deutschen, italienischen und auch britischen Western, die hier gedreht wurden, ein ähnliches Verhältnis zur neuen Welt wie ein anderer Landstrich Spaniens, nämlich Extremadura, aus dem viele der Conquistadores stammten und nach ihrer Rückkehr sich dort wieder niederließen, mit dem Ergebnis,
dass dort manches Örtchen aussieht wie in Mexiko. Die koloniale Extraktion beschränkt sich nicht auf die Rohstoffe der neuen Welt, sondern auch auf das eigene Kolonistenleben und dessen Mythisierung, dessen Bilder, Atmosphären man wieder mitnimmt nach Hause. Rainer Werner Fassbinder, wie ist der dahin gekommen? 1970 möchte er einen Western drehen. Das ist ein Jahr bevor dieser, oder ein knappes Jahr bevor dieser Film, von dem wir heute sprechen, gedreht wird. Der Western hieß Whitey, falsch geschrieben. Also das Wort Whitey als pejorative Name für Weiße schreibt sich mit EY, Whitey nur mit TY am Ende. Und in Tabernas hatte gerade Sergio Leone gearbeitet. Wie viele andere vor ihm und nach ihm. Später wird dann dieser Drehort, also auch dessen Geschichte, in dem Musical, kann man es nennen, Straight to Hell von Alex Cox mit Dennis Hopper, Grace Jones, den Pogues, Joe Strummer und Elvis Costello, porträtiert in Bezug auf die vielen anderen Filme, die dort entstanden sind. Inmitten dieses Drehorts steht auch der berühmte, sinnlose Backsteintorbogen, der zu keinem, wo ein Tor, das nichts öffnet und das nichts verbindet oder überbrückt, aber den man als Galgen nutzen kann, was dann Leone sehr prominent in Once Upon a Time in the West, also Spiel mir das Lied vom Tod, getan hat. Für Katzelmacher hatte Fassbinder einen Bundesfilmpreis bekommen und mit diesem Geld, das ihm viel Geld zu sein schien, 300.000 Mark, wollte er jetzt nach ein paar undergroundigen Filmen oder Arthouse-Film, sehr viele waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ich glaube 4 oder 5, einen Film für ein größeres Publikum drehen. Eben ein Western. Ihm erschien der Western ein Vehikel für ein größeres Publikum. Peter Berling war Aufnahmeleiter und Uli Lommel bekam den Job des Produzenten, der das Preisgeld aufstocken sollte, was ihm aber nicht gelang. Mit dem ganzen Antitheater ging es dennoch, so hieß die Theatergruppe aus München, deren Mitglied Fassbinder war, mit dem ganzen Antitheater ging es dennoch im März, April 1970 nach Südspanien, wo Sergio Leone in einer Absprache mit Lommel diesem und damit Fassbinder die Western Facilities von Tabernas vorübergehend überlassen hatte. Doch mit den 300.000 Mark kam er nicht weit. Schecks platzten, die relative Isoliertheit steigerte das Gefühl von Ausweglosigkeit. Die Quasi-Kommune des Antitheaters in ihrer etwas vergrößerten Version zerfiel in streitende Fraktionen. Fassbinder selbst soll im Schauspielerhotel in der Wüste die Trockenheit mit großen Mengen Cuba Libre bekämpft haben und wie üblich Irm Hermann und andere sadistisch gequält haben. Viele Zeitzeugen, die vielen posthum nach seinem Tode erschienenen Erinnerungen, beschreiben die Dreharbeiten von Whitey als den Anfang vom Ende der Antitheatergruppe. Die mit Whitey verbundene Niederlage half dabei. Es sollte ja nun ein richtiger Kinofilm werden, in Farbe und CinemaScope. Doch er wurde bei der Berlinale-Aufführung im Sommer 1971 verrissen, fand keinen Verleih und wurde zunächst nicht einmal im Fernsehen gezeigt. Erst 20 Jahre später wurde dieser Film so richtig sichtbar und hatte eigentlich erst in allerletzter Zeit eine größere Rezeption erfahren. Unter anderem interessiert heute Autoren wie den Künstler und Performance-Theoretiker Malik Gaines das Stagen und Inszenieren von Günter Kaufmann in diesem Film, dem afrodeutschen Darsteller, und wie Fassbinder dessen Schwarzsein sowohl als begehrenswert wie als zutiefst verschieden, eben rassifiziert zeige. Auch in der Fassbinder-Ausstellung, die vor ein paar Jahren im Gropiusbau in Berlin zu sehen war, spielte Whitey eine große Rolle. Insbesondere der Auftritt der singenden Bardame Hannah, gespielt von Hannah Schigula. Paul McCarthy hat letztes Jahr den Set von Whitey originalgetreu nachbauen lassen und dreht in diesen Kulissen nun seine auf 20 Stunden Länge geplante Serie D.A.D.D.A. oder auch Dada, Donald and Daisy Duck Adventure, eine Art Wiener Aktionismus-Western-Version der Donald-Trump-Geschichte.
mit künstlerischen Anleihen und auch einigen Darstellern der alten Berliner Volksbühne. Zwar entstanden noch weitere Filme mit der Antitheatergruppe noch im selben Jahr, dennoch war das Chaos und die Zerwürfnisse um Whitey groß genug, um ein knappes Jahr später Tabernas nunmehr in Italien zu rekonstruieren und die Gruppe wie in einer klassischen Therapie das Drama der Dreharbeiten noch einmal neu auszuagieren. Ein Hotel, in dem Darsteller, Beleuchter, Requisiteure, Produzenten, Produktionsleiter und Regisseur unter einem Dach wohnen und sich den ganzen Tag in der Lobby situierten Bar auf die Nerven gehen, steht im Mittelpunkt von Warnung vor einer heiligen Nutte. Gedreht mit dem bis dato größten Cast, über den Fassbinder verfügt hatte. Fassbinder beschwor im Vorfeld in einer Ansprache an diese Gruppe, man möge doch nun mit Zärtlichkeit und Liebe als Arbeitsgrundlage rekonstruieren, was damals heißt wenige Monate zuvor, in Hass und Niedertracht ausgeartet ist. Die Spezifik des Ortes Tabernas spielt immer noch eine untergeordnete Rolle. Gedreht wird zwar in Sorrent in Italien, allerdings heißt der Film, an dem während Warnung vor einer heiligen Nutte gearbeitet wird, Patria o Muerte, also Vaterland oder Tod auf Spanisch. Einige Hotelbedienstete sprechen Spanisch, andere Personen unterhalten sich genau in der Mischung beider Sprachen, also Italienisch und Spanisch, die typisch für deutsche Südeuropa-Touristen der 60er Jahre war. Camera 25, prego. Darüber hinaus gibt es einige Anspielungen auf Franco-Spanien in den Dialogen, etwa wenn eine Mitarbeiterin als Tochter eines einflussreichen Industriellen eingeführt wird. Später feuert sie der cholerische Regisseur, woraufhin einer der Produzenten ausrastet, weil er nun politischen Ärger befürchtet. In einer anderen, im Nachlass gefundenen Fassung des Drehbuchs heißt der zu drehende Film aber Zeroville und sein Star soll Eddie Constantine sein, was sich natürlich auf Godards Alphaville bezieht, der sich für diesen Film ja ebenfalls die Vorgeschichte des Darstellers Eddie Constantine als Lemmy Caution ausgeliehen hatte. In Zeroville hätte er Carrie Motion geheißen. Very funny, Mr. Fassbinder. Das psychodramatische Prinzip der Aufarbeitung der Produktionskrise von Whitey und ihrer zwischenmenschlichen Zusammenbrüche bestand darin, dass mit zwei Ausnahmen alle Beteiligten jeweils die Rolle eines anderen Beteiligten spielen. Fassbinder spielt eine Art Aufnahmeleiter, den man für Peter Berling halten könnte. Berling spielt Mandig, einen Geldgeber. Den Produzenten Lommel spielt Fassbinders normalerweise als Gangsterdarsteller gecasteter Dauergangster Frank Scheidt. Lommel selbst spielt einen unterwürfigen, vertrottelten Assistenten namens Corbinian. Magdalene Montezuma spielt Irm Hermann. Irm Hermann wird erneut gestraft, indem sie gar nicht mitspielt. Fassbinder selbst soll erst von Mario Adorf und nach dessen Absage von Giuliano Gemma gespielt werden. Als auch das nicht klappt, wird der eigenwillige, linksradikale, schwedisch-italienische Schauspieler Luc Castel für die Rolle des cholerischen Regisseurs gewonnen. Und so weiter. Die Ausnahmen sind Hanna Schigulla, die erneut eine Figur namens Hanna als unneurotischen Ruhepol spielt, und Kurt Raab, der erneut sich selbst spielt. Allerdings unter dem Namen Fred. Darüber hinaus nimmt Warnung vor einer heiligen Nutte immer mal wieder Bezug auf den neuen deutschen Film und reagiert damit auf die Beachtung, die die Antitheaterproduktion jetzt in einem anderen Milieu als dem der mehr oder weniger avantgardistischen Theaterwelt bekommen haben. Es gibt neue Konkurrenten, Absetzbewegungen sind nötig und Protagonisten aus der Welt dieses neuen deutschen Films, aus anderen, aber vergleichbaren Szenen kommend, wie Werner Schröter oder dessen Dauerdarstellerin Magdalene Montezuma, darüber hinaus Margarete von Trotter und Marquard Bohm, spielen verschiedene Rollen. Mit dem Mick Jagger Lookalike Bohm und dem coolen, verkifft wirkenden Schröter in entscheidenden Funktionen. Dazu gleich mehr. Dazu kommt, dass schon am Anfang die Rede davon ist, dass man den Stoff von Patria o Muerte auch anderen Regisseuren angeboten hätte, nämlich Klaus Lemke und Volker Schlöndorff, also der natürlichen Konkurrenz von Fassbinder, als nun bundesdeutschen Kinoplayer mit Münchner Hintergrund. Worin bestand nun die
Produktionskrise in Whitey und welche bekommen wir in Warnung zu sehen? Eine oft thematisierte Spannung, die ihren Ursprung noch in der Zeit hat, als das Antitheater noch keine Filme produzierte, liegt zwischen dem Anspruch, als Kollektiv zu leben und zu arbeiten und der Währung der Intensität, in der das Gelingen dieses Anspruchs gemessen wird. Im Antitheater, beziehungsweise seinem Vorläufer, dem Action Theater oder Theater, gab es betont kollektive Vorhaben, wie etwa diese Produktion von Leonce und Lena, Zitat: Wir haben uns zu einer Viererregie entschlossen, erinnert sich Ursula Stretz, die Prinzipalin des Action-Theaters oder Theaters. Die Damen Kristin Peterson, Lena und ich, Gouvernante, führen Regie über die Herren Raben, Leonce und Fassbinder, Valerio. Die beiden Herren inszenieren die anderen Bilder. Zitat Ende. Doch die Intensität ist ein Produkt von Spannung, die aus der Ungleichheit des Ensembles hervorgehen. Ungleichheit zunächst in Bezug auf die Stellung in der informellen Hierarchie, die nicht unwesentlich erotisch ausgetragen wird. So kommt es, dass die Machtasymmetrien zugleich als misslungene Kollektivität wie als gelungene, nämlich intensive, transgressive, übergriffige Kunst erscheinen. In den meisten Erzählungen dieser Arbeitsweise ist das künstlerische Mittel der Wahl zugleich dasjenige, das den Machterhalt sichert. Vereinfacht gesagt, Fassbinder macht die Leute in sich verliebt und kann sie dann mit Gewähren und Entzug von Zuneigung erpressen, motivieren, beschämen. Oder er verliebt sich und gewinnt daraus eine Energie. Zumindest wird die Geschichte so nach seinem Tod immer wieder erzählt, etwa von Kurt Raab, gerne bestätigt von Irm Hermann, die dennoch immer loyal geblieben ist, aber laut Peter Berling in der Zeit mit Fassbinder 3 Selbstmordversuche unternommen haben soll. Fassbinder hat aber auch etwas zu sagen zu der Katastrophe oder dem Drama von Whitey. Also er sieht sich da nicht nur als Schuldigen. Und seine zentrale Beschwerde lautet: Ihr habt mich zum Popanz gemacht. Der Zentralismus im Übergang vom Theaterkollektiv zu dem Independent-Film oder Arthouse-Kino sei reziprok gewesen. Auf verschiedenen Ebenen sei die Verantwortung an ihn übergegangen, per Projektion, Übertragung. Die SchauspielerInnen und andere Beteiligte hätten ihre künstlerische Entscheidung, ihm die Regie zu übertragen, auf alle Lebensbereiche ausgedehnt. Was sicher auch nicht ganz falsch ist, aber eben auch damit zusammenhängt, dass nun nicht mehr ein überschaubares und von seinen Produzenten kontrolliertes Theater, sondern externe Filmfinanzierung auch die Existenz der anderen Beteiligten bestimmt und nicht nur von Fassbinder persönlich kontrolliert, beziehungsweise emotional erpresserisch gesteuert wird. Wie in Warnung von der Fassbinder-Karikatur, die Lukas Dell spielt, sondern seit Katzelmacher eben auch von der Marke Fassbinder. Ein weiteres Problem der Kollektivität, das sich in dem Maße verschärfte, in dem die Gruppe von Theaterproduktion auf Kino umschaltete, war die Zunahme der Arbeitsteiligkeit der Produktionsabläufe. Eine Besonderheit des Antitheaters, dass Bühnenbild, Musik, Darstellung von den gleichen Leuten übernommen wurde, die auch auf der Bühne standen, wich der Tendenz, mit der Kinoarbeit die Trennung von sichtbaren Arbeiten und solchen, die hinter den Kulissen stattfanden, zu verschärfen. Eine informelle Firma entsteht mit Harry Bär als treuem Buchhalter und einem hitzigen Hin- und Hergeschiebe von Beträgen, bei denen die verschiedenen Darsteller und ihre Tantiemen oft schon vor Produktionsbeginn zur ökonomischen Manövriermasse werden. Wann müssen wir den bezahlen? Zahlen wir ihm gleich alles oder nur ein Stück? Beteiligen wir ihn? Das alles kann man in den sehr schönen, damals in der Gropiusbar ausgestellten Büchern dieser Firma sehen, die zum größten Teil von Harry Bär ausgefüllt werden. Also die Darsteller werden sozusagen ökonomisch schon ganz ähnlich behandelt, wie eben auf der erotisch-emotionalen Weise zwischen Funktionen wie warten, aushalten, agieren, stimulieren, unerträglich sein. Wenn heutzutage darüber diskutiert wird, ob man bestimmte Filme, bestimmte Regisseure oder Produzenten wegen des sexistischen oder übergriffigen Verhaltens derselben hinter den Kulissen nicht mehr anschauen oder debattieren dürfe, da muss man das an Fassbinder erstmal durchspielen. Anders als bei vielen anderen in dieser Hinsicht Schuldigen oder Verdächtigen, ist ein solches Verhalten bei ihm nicht nur ein persönliches Makel der Person, das aber keine Korrelate in der Arbeit hat, sondern ein Mittel zum Zweck, ein Mittel zum künstlerischen Zweck. Gleichzeitig ist es kein Missbrauch in der Logik, dass Fassbinder sich einen erotischen Vorteil verschafft,
indem er eine Machtposition ausnutzt, sondern ihm ist der erotische Vorteil von außen abgesehen eher egal. Es ist eines von vielen möglichen Mitteln, künstlerische Ergebnisse zu erzielen, die von der Qualität der Überschreitung und damit verbundener Intensität gekennzeichnet sind. Vor allem aber ist Fassbinder ein Regisseur, der unter anderem im hier vorliegenden Film, lange bevor er den Ruf des ultimativen Tyrannen sich ja vor allem durch posthume Memoiren seiner MitarbeiterInnen erwarb, der seine problematische Arbeitsweise selbst thematisiert hat, und zwar in diesem Film. Die Machtelite, in diesem Fall ein Triumvirat, ist umgeben von einer Fülle abhängiger, höriger Subalterner und einiger weniger relativ neutraler, zumindest psychisch unabhängigen Figuren, die eben Schröter, Bohm und Schigula darstellen. Lou Castel gibt eine Karikatur des Stereotyps vom willkürlich herumbrüllenden Diva-Regisseur, aber gerade diese Karikatur hat auch eine Substanz. Fassbinders scheinbar selbstkritisches Porträt eines ebenso ratlosen wie kompromisslosen Regisseurs verweist auf seine Rolle als eine Struktur. Er gestaltet das Selbstporträt, oder also mit dem Mittel des Darstellers Lou Castel, aber gerade deswegen als das einer haltlosen, lächerlichen Figur, weil er sein eigenes Gebrüll eben nicht einfach als die künstlerisch notwendige Intensität versteht, die nötig ist, um neue Intensität zu produzieren in so einer Art Otto-Motor-Modell von künstlerischer Produktion, sondern als eine Struktur, die einerseits mit der erotisch-emotionalen Organisiertheit des Kollektivs zu tun hat, zum anderen aber mit dem Handwerk des Filmemachens selbst, zumindest in dem historischen Moment, von dem dieser Film handelt. Was ist das für ein historischer Moment oder was war das für ein Umbruch, den man in diesem Film ganz gut beim Umbrechen zusehen kann? Die Definition von Underground, Experimental- oder Avantgarde-Film nach 1945 und vor allem in den USA sind vielfältig und überlagern einander. Vielleicht lässt sich im lockeren Anschluss an, ich glaube, er ist der Erste, der diesen Begriff verwendet hat, Underground-Film, im lockeren Anschluss an Parker Tyler folgende Unterscheidung verwenden. Während der Experimentalfilm sich durchaus im Einklang mit den Dogmen des Hochmodernismus mit seinem Medium, und zwar dem Filmmedium selbst, reflexiv beschäftigt, sei es mit den fotografischen Aspekten, mit denen der Materialität des Celluloid, mit denen der sogenannten Dispositivs Kino, der Projektion des Lichts, der Anordnung der Zuschauer frontal gegenüber der Leinwand etc. beschäftigt, geht es im Underground um das Erfassen, Aufzeichnen, Entdecken oder auch Inszenieren neuer sozialer Phänomene, neue Habitus, Körpersprachen, Haltungen und deren mächtiger Subtext Sexualität. Sexualität als Subtext ist wiederum ein besonders vorbehandeltes, bereits einer bestimmten kulturellen Virtuosität schon länger ausgesetztes Material in eben genau den 50er und 60er Jahren, speziell in queeren Szenen im Underground-Film, sodass ein großer Teil des in den 1960er Jahren entstandenen Underground-Kinos im Sinne dieser an Parker Tyler angelehnten Definition aus dieser Welt kam, von Kenneth Anger, Andy Warhol oder Jack Smith. Aber vielleicht noch einen Schritt weiter zurück. Im Kino gibt es seit den frühen Tagen zwei Attraktionstypen. Die eine Attraktion, die vor allem das frühe Kino bestimmt, kreist um das Einfangen des Unwillkürlichen, das Erwischen, Überraschen und dem Voyeurismus zuarbeiten beim Aufzeichnen von menschlicher Körperlichkeit. Mit anderen Worten, Attraktionen, die auf die Indexikalität des aufgezeichneten Bewegtbildes zurückgehen, von Slapstick bis Pornografie, aber auch später verschiedene Genres des Dokumentarfilms bis zur Castingshow und bestimmten Formaten des Reality-TV. Echte menschliche Körper, denen man möglichst die intentionale Kontrolle entzieht, die man überrascht, gezielt in Schwierigkeiten bringt, beschämt oder bei etwas erwischt, das sie absorbiert und ihnen dabei zuschaut, wie sie mehr oder weniger unbeabsichtigt etwas verursachen. Die andere Attraktion geht auf die illusionistische Ausblendung des Index und der Indexikalität zurück, auf Inszenierung, Überhöhung, Überwältigung, Illusion. In klassisch-kritischen Ästhetiken die Reflexivität als Kriterium von Qualität, das reflexive Freilegen von Produktionsgeheimnissen zu erwünschten aufklärerischen Eigenschaften von Kunstwerken rechnen,
müsste der freigelegte Indexeffekt also etwas wie eine antiillusionistische, gewissermaßen smartere Attraktion gelten. Tatsächlich gibt es aber Indexeffekte sowohl als Magie wie auch in V-Effekten. Das ist immer von ihrer jeweiligen Einbettung abhängig, denn das Bild, das Kinobild ist natürlich nicht nur Index, nicht nur Punktum. Es hat immer auch den erzählerischen, den fiktionalen Anteil. Der Indexeffekt ist immer eingebettet und entfaltet seine attraktiven und reflexiven Potenziale im Verhältnis zu seiner Einbettung. Aber ein Projekt des Underground-Films ist es, in unterschiedlichen Varianten, diese Einbettung möglichst runterzufahren, beziehungsweise auf das zu beschränken, was zur Produktion solcher Effekte nötig ist. Ein zentraler Indexeffekt in diesem Sinne ist die sadistische Freude des Regisseurs oder auch eventuell des Publikums an der Nichtübereinstimmung sichtbarer Körperlichkeit und Selbstbild einer Person zwischen geordnetem Gang der Intention und der Bananenschale der Körperlichkeit. Im Underground-Kino der 1960er Jahre gab es auf dem letztlich unmöglichen Weg zur Eliminierung von Einbettung, gewissermaßen auf dem Weg nach Zeroville, eine neue Einbettung. Underground-Filme waren nicht nur möglichst nahe, direkte, mit möglichst wenig inszenatorischem Aufwand gedrehte, oft auf konzeptuellen Vorgaben basierende Porträts, nun von vor allem neuen Menschen oder Personen, die sich dafür hielten. Free Persons, wie sie der Beobachter des US-Underground der 1960er Jahre Stefan Brecht nennt. Im Unterschied zum Authoritarian Phony, dem laut Brecht gemeingefährlichen Irren, der das Schicksal der Menschheit bis dato bestimmt hat. Ob Free Persons oder Flaming Creatures, wie Jack Smith sie nennt, oder einfach Fabulous People, wie Andy Warhol. Den Underground-Filmen ging es darum, möglichst direkt die Lebendigkeit und Sexiness dieser neuen Menschen zu dokumentieren. Dabei halfen eine Reihe neuer Techniken der Evokation oder Einbettung des Indexeffekts, etwa der Screen-Test mit starrer Kamera, im Zuge dessen die so Porträtierten geradezu notwendig etwas Cooles oder Peinliches tun müssen, wenn einfach eine Kamera auf mein Gesicht hält und nichts weiter vorgegeben ist und ich da zurückschauen muss, irgendwie. So dann das Beschämen und Verunsichern der Protagonisten durch hinter der Kamera agierende Provokateure, in Filmen wie Beauty No. 2 von Andy Warhol zum Beispiel, wo ein hinter der Kamera stehender Mensch Edie Sedgwick so lange beleidigt, bis sie wirklich fertig zu sein scheint. Eine weitere beliebte Einbettung sind orgienartige Ausschweifungen, die erlauben auf nichtlineare, nicht-narrative Weise die Dokumente der einmaligen Coolness, Körperlichkeit oder auch Beschämtheit zu organisieren. Da spreche ich von Filmen, wie sie eben neben Warhol, Jack Smith, Ron Rice oder Barbara Rubin gedreht wurden. Aber natürlich teilen parallel entstandene Bewegungen wie Direct Cinema oder Cinema Verité einige Ideen mit dem so verstandenen Underground-Film. Allerdings beugen sie sich noch der Logik des Arguments und der Kausalität. War es aber zunächst darum gegangen, die Lebendigkeitseffekte und vor allem das neue Verhalten, etwa die neue Passivität, von der Leslie Fiedler in seiner Mid-60er-Jugendkulturbeobachtung The New Mutants spricht, die neue Coolness einzufangen oder zu provozieren, ging es in einem zweiten Schritt darum, sie nicht nur von Regisseuren und angeheuerten Sadisten zu provozieren, sondern auch auf Seiten der Schauspieler aktiv zu produzieren, im Spiel. Das aber geht per Definition eigentlich gar nicht. Die von Roland Barthes sogenannten Punktum-Effekte, und in diese Kategorie gehören die Lebendigkeitseffekte des Underground-Films mehr oder weniger, können nicht beabsichtigt werden. Sie können weder inszeniert noch geschauspielert werden. Sie lassen sich nur durch Überraschung, Absorption, also die Nichtaktivität der Darstellerinnen, der dargestellten Fotografierten erreichen. Doch die Produktion oder die Notwendigkeit der Produktion der für die gewünschten Effekte geeigneten Passivität begann auch auf Seiten der DarstellerInnen gewisse Techniken hervorzubringen. Das Überraschte, Absorbierte, Erwischte, aktiv oder halbaktiv, halbpassiv, sozusagen Medium, wenn man von altgriechischer Grammatik ausgeht, herzustellen. Diese Technik war das Abhängen, das Posieren, sich zur Schau stellen, ohne etwas zu tun, aber dieses Nichtstun oder auf Rhythmusgitarren rumschrummen oder sich zu lebenden Bildern zurechtgruppieren,
war ein zu allem bereites, ein Posieren, das zum Entdecken, Erwischen durch Kameras einlud, ohne völlig unvorbereitet dafür zu sein, noch irgendwas zu antizipieren. Dieses Erlernen einer Technik der aktiven Passivität, der dokumentierbaren Coolness, ist ein Ergebnis erster Ansätze einer Professionalisierung des Underground-Films, wie ihn nach zarten Anfängen von Ronald Tavell dann jemand wie Paul Morrissey in die Filmarbeit der Warhol Factory einführte. Warhol und erst recht Jack Smith, Barbara Rubin und Ron Rice, obwohl sie ohne Warhol einmal 1964 von Jonas Mekas nach München mitgenommen wurden, waren dennoch dem Antitheater unbekannt. Die erste offizielle Vorführung eines Warhol-Films in einem deutschen Kino, Chelsea Girls im Jahre 67, ging einschlägigen Interviews zufolge an den Münchnern vorbei. Obwohl gerade die Frauengestalten Warhols wie Nico, Ingrid Superstar und Mary Voronoff manche Gemeinsamkeiten mit Ingrid Kaven, Irm Herrmann und Hanna Schigula aufwiesen. Dennoch schreibt ein paar Jahre später der Künstler und Filmkritiker Manny Farber, Zitat: "It is interesting that the true inheritors of early Warhol, the Warhol of Chelsea Girls and My Hustler, are in Munich. By osmosis, Warhol's kinkiness made a big dent in the Bavarian beer bratwurst Bach film capital Munich. Probably few of the Munichers have seen any Warhol, but Bike Boy, Chelsea Girls are neighbors under the skin to some of Fassbinder's anti-cinema. The Tartar-faced director-actor has done one film a week practically since 1971, which is up to early Warhol pace." Weitere Parallelen seien Fassbinders Leggy Females, Irm Herrmann entspräche Viva und seine painterly ability to hit innocent, insolent colors using flat, boldly simple formulas. Darüber hinaus bemerkt Farber einen cool-eyed use of Brecht, der Fassbinder befähige, to imprint a startling kinky sex without futzing around in the Bertolucci Last Tango style. Daran kann man schon merken, dass diese Sätze von etwas später sind, ich glaube von 1974, also es gab schon Bertolucci's Last Tango. Ein Jahr später wird Fassbinder von zwei amerikanischen Mitarbeitern des Filmkomment mit Farbers Parallelisierung konfrontiert und es stellt sich heraus, dass Farber tatsächlich in einem wichtigen Punkt unbedingt recht hatte. In München kannte man den Filmemacher Warhol nicht. Fassbinder konzidiert allerdings in Unkenntnis der zentralen Filmproduktion Warhols, der Filme des Jahres 1965, eine Gemeinsamkeit zwischen ihm und Warhol nur eine, nämlich die Arbeit in und mit einer Gruppe. Aber vielleicht ist die Rekonstruktion solcher transatlantischer Einflussbewegung eben auch viel zu nahe an der individuellen Künstlerbiografie und ihren notorischen Begegnungen mit Musen und Inspirationen entlang gedacht und nicht nahe genug an den medientechnischen und darauf aufbauenden ästhetischen und kunstsoziologischen Einschnitten, den man in Europa mehr oder weniger zur gleichen Zeit erfahren konnte. Die ihre neuen Freiheiten erlebenden, sich erstmals in der Öffentlichkeit küssenden, das ist ja wie Adorno in seinem Text Filmplakate so positiv auffällt, erstmals auch nicht heterosexuelle Lebensformen öffentlich lebenden, ich nenne sie der Einfachheit halber immer noch neuen Menschen, haben überall die gleichen mediästhetischen Probleme mit ihrer Selbstdarstellung. Das Aufsagen und Vortragen von anderen Leuten geschriebenen Sätzen passt zu dem teils narzisstischen, teils emanzipativen Spaß mit der Dokumentation und Objektivierung der eigenen als zufällig, lässig und zwanglos empfundenen Körperlichkeit ebenso wenig, wie es die Versuche realistischer oder besser naturalistischer Drehbuchautoren passen, diese Körperlichkeit selbst zu konstruieren und ihr Dialoge zu soufflieren. Fast alle funktionierenden Porträts dieser neuen Menschen, fast alle Erfolge auf dem Weg auch von Underground zum Mainstream in jenen Jahren haben muffelnde, nuschelnde, näselnde Hauptdarsteller, die mit lässigen Marotten erstmals Jugendsprache und vor allem undisziplinierte Körperlichkeit arbeiten. Filme von Rudolf Thomé, Mae Spills, Klaus Lemke und natürlich Darsteller wie Marquard Bohm, Hanna Schigula, Werner Enke stehen dafür.
Bei Fassbinder aber werden diese Techniken systematisch. Seine Einbettung und vor allem seine Methoden der Erzeugung attraktiver, undisziplinierter, überraschter oder beschämter Körperlichkeit umfassen eigentlich alle von Warhol eingesetzten Mittel: Schmeicheln, Beschämen, Bühne bieten, Gruppendynamikeffekte auskosten, mit aber einer gegenüber Warhol deutlich erhöhten Konstanz, Kontinuität und auch Dichte des Zusammenlebens der Zusammenarbeitenden, der über Kreuz geleiteten Love Interests. Harry Beer, Margit Carstensen, Irm Hermann, Peer Raben, Ingrid Kaven, Hanna Schigulla, Volker Spengler oder Kurt Raab blieben zum Teil über ein Jahrzehnt in der Gruppe. Bei Warhol hielten die Konstellation und Gruppendynamik nur eine sehr viel kürzere Zeit. Außerdem blieb bei Warhol oder auch Jack Smith die Fabulousness in der Verantwortung der Creatures oder Superstars, mit denen sie jeweils arbeiteten. Schließlich verhehlte die Factory als Gruppe nie, dass sie produzieren sollte und musste und dass bei aller Radikalität für den Markt. Die Factory hatte diverse Standbeine. Die Krisen, die das Team bei Whitey geriet, hätten bei Warhol eine zumindest weitaus geringere Dimension, bezogen sich auf ein Projekt, eine Untergruppe und waren nicht so weitreichend wie bei dem ökonomisch unsicheren und prekären Filmkollektiv, das nicht nebenher Siebdrucke produzierte, Partys und Platten herstellte, sondern nur dies, was in diesem Moment gerade entsteht. Ob filmisch-künstlerische Reflexion der Dreharbeiten zu Whitey oder ihr gruppenpsychologisches Durcharbeiten, Warnung vor einer heiligen Nutte, produziert hinter den Kulissen, hinter den weggeschobenen Kulissen gewissermaßen ganz ähnliche Spannungen und Probleme wie die Dreharbeiten, von denen er handelte. Nach und nach trat zutage, dass Fassbinder mit der Besetzung der Rollen aus Whitey durch je andere Darsteller aus der Gruppe und auch direkt neue dynamisierende Demütigung und übergriffige Zuschreibung verbunden waren. Die neue Rolle war gewissermaßen die Quittung für die alte. Uli Lommel, Produzent bei Whitey, kriegt den Corbinian zugewiesen, den Trottel vom Dienst, benannt nach dem TV-Regisseur Corbinian Köberle, bei dem Fassbinder kurz zuvor eine Nebenrolle gespielt und sich geärgert hat. Er kriegt dann auch gesagt, Lommel stellvertretend für Corbinian Köberle: Wenn du gar nichts kannst, dann mach doch Regie. Als Aufnahmeleiter musst du nämlich arbeiten. Das kannst du offensichtlich nicht. Auch für die Nichtbesetzten enthält, laut den Erinnerungen von Peter Berling und Kurt Raab, die Besetzung ihrer Person eine Botschaft. Dass Irm Hermann von der Transfrau und Schröter-Star Magdalena Montezuma gespielt wird, dass Günter Kaufmann von Marquard Bohm übernommen wird und auch, dass immerhin Fassbinders Ehefrau Ingrid Kaven nur eine winzige Rolle bekommt, Margarete von Trotter eine Sexszene mit dem Regisseur spielen muss, sind laut Peter Berling subtile und nicht so subtile Beleidigungen, Veralberungen und Demütigungen, deren Sinn und Effekt darin besteht, die langfristigen Psychohierarchien in der Gruppe zu bespielen bzw. als Ressourcen zu nutzen. Schließlich hat auch das dekorative Abhängen, das sich bereitmachende, für Blicke zur Verfügung stellende Posieren in Gruppen in Warnung einen neuen Grad an Sophistication erreicht. In Katzelmacher sind die Gruppenbilder noch vor allem ein strukturierendes Mittel, das Aktbeginn oder Ende anzeigt und ansonsten durch geringfügige Veränderung in der Gruppenstruktur den Handlungsverlauf rekapituliert. Das Herumstehen in Gruppen, das Gefrieren zu lebenden Bildern, das schon bald ein wiedererkennbarer, aber immer perfekter gestylter Manierismus des Fassbinder-Kinos wird, wird hier erstmals nicht zuletzt durch Michael Ballhaus, der da in dem Film zum zweiten Mal für Fassbinder überhaupt die Kamera führt, in Handlungsverläufe überführt. Und ich wollte hier mal ein paar Beispiele zeigen. Und da sage ich mal gleich vorher, da sehen wir also, das ist jetzt nur ein ganz kurzer Ausschnitt, man sieht einfach nur, wie Magdalena Montezuma hört ein Telefongespräch mit an. Sie steht in einer Gruppe zunächst und sie hört ein Telefongespräch mit an, in dem die Fassbinder-Figur, also die von der Aufnahmeleiter Sascha, der von Fassbinder gespielt wird, mit dem Regisseur telefoniert. Und sie ist verliebt in den Regisseur. Und das sieht dann so aus. Ja, das waren sie schon. Also, drei Bilder der Gruppe, das gefroren posierende lebende Bild, das den tobenden Regisseur isoliert, der dann zusammenbricht, die regressiv-embryonale Hippie-Idylle mit dem wiederum außenstehenden Regisseur und die melancholisch-reflexive Diskussion über das eigene bürgerlich geworden sein. In diesen Formeln für die Gruppe, die sich langsam von der Konkretheit der Schicksale entfernen, von der persönlichen Betroffenheit, so weit, dass eben das
eigentliche Zentralego sich darstellen lässt, kann man das Ende der Antitheaterphase und den Beginn der zweiten Phase der Fassbinder-Gruppe erkennen. Es entsteht nach Warnung auch nur noch ein Film, den man dieser ersten Phase zurechnen kann, die Niklashausener Fahrt. Der darauf folgende, der Händler der vier Jahreszeiten, leitet die Phase der nunmehr virtuos die Mittel eines gewissermaßen professionalisierten und stärker an Erzählhandlung orientierten Kinos ein, das mit Filmen wie Faustrecht der Freiheit, Angst essen Seele auf oder Die bitteren Tränen der Peter von Kant seinen internationalen Ruhm einleitet. Die Mittel des unmittelbar Lebendigkeit erzeugenden und verwertenden Underground-Films sind zum einen verfeinert worden, wie demonstriert, also die Gruppe, in der Magdalena Montezuma steht, wird unterbrochen, dadurch, dass ein Zoom auf ein Gesicht zu sehen ist oder ähnlich dann nachher mit der zweiten Szene, wo Marquard Bohms ins Telefon gerufen wird. Zum anderen werden ihre Effekte auch auf andere Weise erzeugt. Es ist nicht mehr das eine überschaubare Ensemble mit seiner Psychostruktur, sondern wird nun übertragbar auch auf andere Darsteller und andere Produktionsverhältnisse. Es wird wiederholbar und damit erst zum künstlerischen Mittel im klassischen Sinne. Sein Einsatz und dessen Effekte werden antizipierbar. Wie ein Screentest bei Warhol ausgeht, war nie vorhersehbar. Also man kann ja einige Leute sogar vergleichen. Es gibt 3 oder 4 Screentests mit Lou Reed und haben nichts mehr damit zu tun eigentlich. Es ist nicht erkennbar, was passiert, wenn man einen Screentest mit Lou Reed macht. Dafür gibt es keine Regel. Das gilt für die anderen Screentests auch. Wie Mario Montes und Edie Sedgwick auf Demütigung reagieren würden, wie Jack Smith auf eine Regieanweisung, war im besten Sinne experimentell offen. Fassbinder steht für die Verstetigung des Erfahrungswertes der Underground-Filme, der Erfahrungswerte des Underground-Films und seiner aber immer noch ganz offensichtlich menschenverschleißender Methoden. Werner Schröter bringt in seiner sehr screentesthaften Einleitung zu Warnung, also der allerersten Szene, die Sie gleich sehen werden, den Kern der Methode auf den Punkt, indem er eine Geschichte aus den lustigen Taschenbüchern der Mickey Maus erzählt. Darin hat Goofy eine Art Kinderwunsch und möchte gerne mit Kindern spielen und geht in Mädchenkleidern in eine Kita, das hieß damals noch nicht so, um eben andere Kinder kennenzulernen. Was die anderen Kinder dort aber durchschauen und ihn verprügeln. Sein Fummel, sein Drag wandert in den Müll. Dort findet ihn ein flüchtender, kleinwüchsiger Einbrecher namens Vince Willi, der sich mit derselben Kleidung als kleines Mädchen verkleidet. Was ein glücklicher Goofy nicht durchschaut und happy ist, nun dieses arme, von seinen Eltern verlassene 3-jährige Mädchen aufnehmen zu können. Doch die Kleine frisst wie ein Scheunendrescher. Die Polizei hat den flüchtigen Vince Willi auch schon geortet und nimmt ihn in Goofys Wohnung fest. Goofy fällt aus allen Wolken und klagt die Polizei an, wie kann man einem 3-jährigen Mädchen sowas antun. Als es ihm die Polizei erklärt, sagt er den Satz: Das muss aber ein Schock gewesen sein für das kleine Mädchen, dass es in Wirklichkeit ein Einbrecher ist. Fassbinder liebt diese Geschichte natürlich, weil das genau der Moment ist, den er gerne zeigen will. Den Schock der Darsteller, die aus der Rolle fallend auf sich selbst zurückfallen. Aber die vom Underground-Kino und seinen Verwandten entwickelte Variante des Schauspiels ist noch ein bisschen anders. Sie spielt nicht zwischen Rolle oder und selbst oder Rolle und Ich-Ideal alleine, sondern zwischen der Verkennung der eigenen Körperlichkeit als kontrolliert und authentisch im coolen Abhängen und dem Sturz in ihre reale Peinlichkeit, Beschämtheit, durch das Objektiv oder diejenigen, die hinter der Kamera stehen und das Bild tatsächlich kontrollieren. Diese psychische Slapstick, der ganz besonders sexuelle Identitäten betrifft, ist für das Publikum möglicherweise sensationell oder berührend oder auch schon beschämend. Als Produktionsstil stößt er natürlich an eine Reihe von Grenzen und Fassbinder bemüht sich um 1971 um einen Übergang in eine künstlerisch wiederholbare, gewissermaßen sublimierte Version dieser Demütigung und Erregung. Seinen Weg dahin sucht er nunmehr in Stoffen, die von Ungerechtigkeit und Demütigung handeln, nicht mehr indem diese direkt den Darstellern zugefügt werden müssen. Werden sie zwar immer noch, aber ist nicht mehr das Entscheidende. Angst essen Seele auf und Faustrecht der Freiheit wären eben die klassischen Beispiele dafür. Der Plot und damit eine Aufgabe für Schauspieler als Darsteller im konventionellen Sinne übernimmt, was vorher die Performance und Schauspieltechnik hervorgebracht hat. In der ersten Hälfte von Warnung vor einer heiligen Nutte
hören wir nahezu direkt hintereinander drei Songs von Leonard Cohen durch die Hotelhalle, in der Hotelhalle. Suzanne, So Long Marian und The Sisters of Mercy, also damals und heute sowas wie Greatest Hits. Es ist nicht ganz klar, ob sie als infradiegetische Musik gemeint sind, Musik, die in dieser Lobby nun mal läuft. Dafür spricht manchmal so eine bestimmte Bewegung der Darsteller, wo so eine, die man interpretieren könnte als ein Bezogensein auf die Musik, ein Schmusen oder auch Tanzen. Oder ob sie als extradiegetische, also als Filmmusik im klassischen Sinne gemeint sind. Was es damals noch nicht sehr oft gab, dass bereits fertige, existierende Songs als Filmmusik genutzt wurden. Ich würde dafür plädieren, dass dies konstitutiv unentschieden bleibt. Die Songs sind wie ein Stimmungslayout, ein atmosphärischer Platzhalter einer bestimmten Melancholie, die sich zunächst an die Darsteller richtet und dann an das Publikum. Insofern nur, als es eine Filmproduktion zuzusehen bereit ist und nicht einem Film. Es kann dann erkennen, wie die Stimmung sich nicht schließt, wie die Darsteller vergeblich zu konkretisieren versuchen, was der Popsong als Einheit vorgibt, die genaue Mitte zwischen Rolle und Selbst. Stattdessen erleben sie immer wieder den Schock oder besser die kleine Niederlage des kleinen Mädchens, das erfahren muss, dass es in Wahrheit ein kleinwüchsiger Gangster ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.